Wir werden heute in der Bundestagsfraktion den Weg freimachen für die Entscheidung über den Syrien-Einsatz der Bundeswehr. Wir werden heute intensiv beraten. Es gibt eine Reihe von Fragen, aber dann zum Ergebnis kommen. Die Debatte wird dann morgen am Mittwoch sein und die Abschlussdebatte am Freitag, sodass wir innerhalb kurzer Zeit unsere Zusage, Frankreich zu helfen, erfüllen können. Dies ist auch möglich, weil wir schon in der letzten Woche in der Bundestagsfraktion über das Thema gesprochen haben. Und ich glaube, dass dies ein wichtiges Zeichen auch der Solidarität in Europa ist und dass man sieht, dass wir in Europa zusammenstehen. Neben diesem Einsatz der Unterstützung für Frankreich bleibt es aber dabei, dass wir an einer politischen Lösung in Syrien arbeiten. Die Gespräche, die in Wien stattfinden, sind dazu ein ganz guter Weg. Gestern habe ich mit Menschen aus Syrien und aus dem Libanon gesprochen, die mir berichtet haben, dass der Druck enorm groß ist, dass viele nur noch kurze Zeit sich geben, in Syrien zu bleiben, wenn sich nichts Entscheidendes verbessert. Und deswegen bleibt es dabei, die Menschen aus Syrien fliehen nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aus existenzieller Not verlassen sie dieses Land, um ihr Leben nicht riskieren zu müssen. Wir haben das erste Gespräch in Europa mit der Türkei gehabt. Die ersten Ergebnisse sind, wie ich meine, gut und zeigen uns, dass wir auf einen guten Weg kommen können. Natürlich fällt es uns nicht leicht, mit der Türkei über diese Fragen zu reden, aber Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und die Türkei hat eine Schlüsselposition in Bekämpfung der Schlepperbanden, die die Not der Menschen in einer nicht hinnehmbaren Weise ausnutzen. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob das inzwischen schon berühmte Asylpaket 2 noch kommt. Die Bundesregierung verhandelt über dieses Thema noch. Und ich denke mal, wenn die SPD bereit ist, das zu akzeptieren, was man ursprünglich vereinbart hat, ohne noch draufzusatteln, dann kann dies auch noch gelingen.